So, moin, und wie schon angekündigt, werden wir uns jetzt Space Monster für das Philips G7000 angucken. Das 22. Spiel, wie man schon auf diesen Screenshots erkennen kann, ist es eine Art Space Invaders Clone. Und dann machen wir mal los, und zwar als erstes drücke ich bei dem Philips G7000 auf 1, damit starte ich das Spiel. Zack. Ja. Und dann bewegt man hier so hin und her. Jetzt wurde ich getroffen, jetzt seht ihr, dass ich hier so ein kleines Männchen bin. Wenn ich jetzt Taste drücke, habe ich wieder ein Raumschiff und kann auch wieder schießen. Wie ihr aber unschwer erkennen könnt, jetzt bin ich am Arsch. Wie ihr unschwer erkennen könnt, ist das Spiel ziemlich schwer. Und wenn man alle seine drei Schutzdinger verloren hat, ist er nur noch so ein Menschen. Und eigentlich hat man da, ja, eigentlich hat man da verloren. Man kann eigentlich nur darauf warten, dass man abgeschossen wird, weil ich weiche jetzt zwar noch aus, aber es wird jetzt nichts mehr passieren. So ist es leider. Ja, lass uns mal abschießen. Schade. So, machen wir nochmal. Ja, super. Glaub. Oh, das ist groß abgeschossen. Ja, super. Ja, die grünen Dinger. Ja, toll, das war's. Die grünen Dinger sind Schutz für die Gegner. Ja, und man hat ja quasi drei Versuche. Und dann ist man hinüber. Und wie ihr unschwer erkennen könnt, ist dieses Spiel nicht gerade einfach. Es hängt einerseits damit zusammen, dass diese Gegner so ruckhaft bewegen. Ja, liegt natürlich mit an der technischen Limitation von dem Philips G7000. Aber es macht es halt nicht einfach, irgendwas zu treffen. Und wie ihr seht, sind die Sprites von den Gegnern ja auch verdammt klein. Außerdem muss ich sagen, dass auch ein Problem ist, der große Bewegungsumfang, den man mit dem Controller hat. Ich versuche das mal aufzunehmen. Wie ihr seht, ich muss ja ein ganzes Stück hin und her bewegen, um irgendwo hinzukommen. Es ist halt ungünstig, wenn man nur nach links oder rechts sich bewegen will, aber halt sich so weit bewegen muss. Wie ihr auch unschwer erkennen könntet gerade, das Kabel für den Controller ist auch nicht besonders lang. Ich muss auch inzwischen sagen, ist es auch nicht unbedingt, doch nicht unbedingt ein guter Controller, vor allem für diese Art Spiele, aber ich bin gerade ziemlich gut, muss ich sagen. Überraschenderweise. Oh Gott. Das ist überhaupt nicht gut gewesen. Den Schutz hätte ich eigentlich gebraucht, um die letzten beiden nach rechts wegzukriegen. Jawohl. Jawohl. Eins ist da, also es ist doch möglich zu punkten. Aber das Spiel ist halt verdammt schwer, das muss ich wirklich sagen. Den Ausweichen von den Gegnergeschossen, das ist wirklich nicht einfach. Ja, die grünen Punkte geben, wie ihr seht, den Gegnern auch guten Schutz. Ich kann es natürlich jetzt nicht einschätzen, wie das Spiel damals so war. Ob das damals halt irgendwie so der heiße Scheiß war. Und das so viel Spaß gemacht hat, ich muss sagen. Ja, heute ist es nicht mehr so toll. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das nochmal irgendwie anmachen würde. Ganz im Gegensatz zu Wii Sports Tennis für den Atari 2600, weil das Spiel hat echt immer noch viel Spaß gemacht. Naja. Ich meine, man muss halt bedenken, das Spiel kann. Ah. Ja, jetzt bin ich durch.
Okay, da müssen wir mal auf. Das Spiel kam, keine Ahnung, 1980 oder so raus. Wir können ja noch mal, zusammen reingucken. Das Spiel müsste 1980 oder so wahrscheinlich rausgekommen sein. Und ich meine, es war halt immer noch so eine Zeit, wo man halt erst rausfinden musste, wie funktionieren Videospiele, was macht die Videospiele gut oder auch schlecht. Ja. Kann man nirgendwo erkennen, von wann das war. Ich meine, es ist eins der eheren Spiele, der früheren Spiele, denn es ist ja, wie ihr seht, die 22. Nicht unbedingt das beste Spiel. Würde ich ehrlich gesagt auch nicht empfehlen zu kaufen. Wenn ihr irgendwie so eine Art Spiel kaufen wollt, dann holt euch lieber das normale Space Invaders für den Atari 2600. Ja, und wenn ihr halt keinen Atari 2600 habt, sondern nur so einen Philips und wollt ein bisschen dafür sammeln, ja, wenn ihr euch das in die Sammlung stellen wollt, okay, aber jetzt so zum Spielen würde ich auch nicht empfehlen. Naja, gut, ich werde dann irgendwann die kommenden Wochen wahrscheinlich noch den Rest der Philips Videopack Library, von dem, was ich habe, natürlich reviewen und hier hochladen. Also wenn ihr wollt, dann schaut es euch mit an und wenn nicht, dann halt nicht. Ciao, ciao.